chillig. Sommer! Über den Dächern meiner Stadt riecht die Luft nach Mario. Schönes Wetter heute. Wir fahren gerade nach Stuttgart, Leute, und machen das eigentlich nur, weil ich Reifen wechseln muss, weil es ist mittlerweile Juni und im Juni sollte man eigentlich Sommerreifen haben. Jetzt habe ich leider Gottes noch Winterreifen drin. Jetzt ist es auch so, dass hinten irgendwer meinen Reifen aufgeschnitten hat und ich weiß nicht genau, wer das war. LOL! Wir werden Sascha und Nico besuchen, dann werden wir uns ein bisschen bei Mercedes umschauen, eine richtig geile Zeit haben, wir hören gerade schon richtig geile Sommertunes, haben Fenster auf, schauen raus. Wir genießen es richtig, oder? Später fahren wir dann noch zu Feuser, der wohnt jetzt auch in Stuttgart mittlerweile, der ist da hingezogen, der hat mich einfach verlassen, die dumme Sau. Ich hoffe, ihr versteht einfach irgendetwas, weil basically fahren wir seit 2 Stunden durch eine Regenwolke. Und es wird immer schlimmer. Es wird einfach nicht besser! Wir sind mit dieser Wolke sind wir einfach mitgefahren. Hä? Hörst du das? Hey, hier schießt jemand. Hey. Ah, oh, ein Flugzeug! Oh, Tobi, ich hab einen Hart. Au! Ich sehe, was du siehst, das sind 2 Baukräne. Das sind 2 Baukräne da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Du kannst mir die ganze Zeit die Kamera in die Fresse hauen, wenn du Gas. Au! Baby, ich hab einen harten. Au! Pass mein Handline an, denn hier geht's nach Groß-Rohrheim. Wir sehen was, was ihr nicht seht. Und das ist grün, aber ich mach jetzt schwarz, weil die sehen jetzt nichts mehr. Mach jetzt einfach die Kamera aus. Ciao. Okay, Tobi, ja. Wir werfen meine Münze, wer den Tank zahlt. Kopf du, zahl ich. Kopf du, zahl. Nee, warte. Kopf ich, zahl du. Verstehst du? Ich bin der. Verstehe, Digga, komm mal wieder. Kopf. Kopf du, zahl ich. Diesel, Tank Supreme. Ey, du hast den Witz nicht verstanden. Mit Kopf du, zahl ich. Doch, ich hab's verstanden. Zahl ich, weil ja. Wegen Zahlen. Nee, wir werfen. Das ist keine Münze. Brücke du, andere Brücke ich. Du musst zahlen! Nein, ich darf aussuchen, wer bezahlt. Ich habe eine Challenge für dich. Eine Challenge? Während ich versuche, mit dem Typen zu diskutieren, dass ich die Tankfüllung für ein Instagram-Posting umsonst bekomme, hast du 10 Sekunden Zeit und darfst dir alles in dem Laden kaufen. 10 Sekunden? Ja. Alles. 3, 2, 1. Ja, warte, kannst du mir nochmal Zeit geben? 3, 2, 1. Ja, ich habe einmal den hier gekauft, den habe ich einfach genommen. Den habe ich mir gerade genommen, das ist jetzt meiner. Ja, was hast du noch? Ein Croissant. Dann habe ich einen Red Bull Cola. Mhm. Irgendwie sowas. Und dann habe ich mir noch, wohin fährst du, kleiner Traktor gezogen. So, und ich werde jetzt mit mir mal dieses andere Buch durchlesen. Oh, Digga, guck mal, wie der pflügt. Der Hell, was macht der Hund da? Hallo Hund, du musst weggehen da. Über diese Seiten sind 8 Meter dick und haben so 3 Sätze draufstehen. Okay. Digga, ist ja wie für Kinder, Junge. Oh, oh. Nein! Nein, was hast du gemacht? Weh, du hast dich angekackt. Du warst gerade auf Klo, hast dich angekackt. Mach jetzt einfach die Kamera aus. Wir sind im besten Restaurant von Stuttgart. Stimmt's, Tobi? Wir sind angekommen. Sind wir in Stuttgart? Mhm. Ich dachte, wir fahren Berlin. Mhm. Ja. Das war's. So. So, tell me, how was your food? Fucking delicious, isn't it? So, wir sind jetzt bei Mercedes. Ich bin hier die ganze Zeit schon wegen Camper-Van dran. Meinst du, man kann den in VIP-Leasing nehmen? Das ist ja eigentlich funny, oder? Der fährt nach oben, guck mal. Nächstes Mal fahre ich einfach wirklich alleine. Wir haben gerade versucht, Inscope zu erreichen. Er hat gesagt, es ist 14.30 Uhr, ich stehe jetzt auf. Du kümmerst dich drum, ne? Ja, ich sehe schon. Chillig. Die Pflanze ist übelst. Ja. Ich habe mich gekümmert um die. Ja. Kein anderer. Ja. Hab gegossen, auch im Winter. Mhm. Habe ich gelesen, nur noch einmal die Woche gießen, habe ich gemacht. Einfach abgestorben. Wollen wir was essen gehen? Ja. Perfekt, dann können wir los. Ich würde den in meinen Kofferraum tun. Ich... Ja. Ja? Jens hat auch meinen 100.000er. Also echt jetzt? Ich habe deinen 100.000er und Jens hat meinen. Ja, dann nimm du den, Tobi. Ne, weil Sascha hätte noch meinen. Sonst noch irgendwas an Wertgegenständen hier in der Wohnung? Tatsächlich nicht. Ja, sonst schau ich später bei Nico, ob es da vielleicht noch. Da, bei Nico gibt es viel zu holen. Kurzes Board-Meeting an der Stelle. Jungs, Insolvenz, reden wir drüber, oder? Die haben noch diese kleinen Flaschen mit Wasser, wo immer so bei Meetings ist. So, wenn ich jetzt so noch Graninisaft sehe und so. Ich glaube, so schlecht geht's ihnen nämlich. Die sind alle ziemlich gut drauf. Tim ist auch gut drauf. Es ist gekommen, wie es kommen musste, Leute. Ich habe mich bekleckert. Dementsprechend werde ich jetzt dazu genötigt, mir neue Kleidung zu kaufen.
kurze Zusammenfassung unseres Ausflugs nach Stuttgart. Die ganze Stadt ist auf 40 Stundenkilometer reglementiert. Ich habe neue Felgen bekommen, nach denen ich nicht gefragt habe. Geil, die sind gut. Ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft, das gleiche, was ich vorher anhatte. Ich habe nicht viel gevloggt, weil es tatsächlich ganz geil war, mit den Jungs einfach nochmal so ein bisschen auf entspannt, auf Knacks, ein bisschen einfach nur zu reden. Und es war ganz schön und hat mir Spaß gemacht. Den Playbutton, den haben wir natürlich jetzt hinten im Kofferraum. Sascha weiß das gar nicht. Und den könnt ihr natürlich jetzt hier unter diesem Link natürlich dann auch gerne ersteigern zu einem guten Zweck. Ich möchte mir nämlich noch so ein T-Shirt kaufen. Ansonsten geht's jetzt weiter zu meinem guten Freund Fäuser. Das ist der hier. Moin, Meister! Mama, rum du hier deine Putze, ne? Jetzt Studentenleben hier. Bingo, Bongo, in Nachbarn, du bist Alter. Wir sind nämlich jetzt hier in deiner Singlebude. Könnt ihr bitte einfach wieder Braun hier? Ja, sechs. Ja, ihr kennt ihn noch. Wo ist Poppin? Hotelzimmer. Check. So, und hier ist Tobis Schlafplatz. Ja, nein. Weißt du, wo ich schlafen will? Ich bin die Nachbarn.